benehmen. Wobei ich hier sowieso momentan ganz wenig Karkohl nur habe. Aber jetzt brauche ich ja auch bald nicht mehr die Karkohl, weil ich mache jetzt dann meine Energie über die Solarpanel. Und von dem her... Ja, Hauptsache rennt schon wieder eine Spinne drin rum. So, Frage ist, wo ist sie? Wo steht sie? Ja, ist echt... Das ist echt Mist eigentlich. Achso, die Turtle habe ich schon, okay. Hier liegt jetzt nur noch Gravel, Kohle liegt ja noch, den muss ich natürlich mitnehmen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Achso, Flint ist es. Na gut, den nehmen wir trotzdem mit. Ich lasse es trotzdem erstmal hier stehen, das Zeug. Den Aufbau. Weil früher oder später haben wir dann doch einen Smaragd noch. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo hier in der Nähe eventuell vielleicht ein Dorf ist oder so. Ich meine, ich könnte ja mal kurz darüber wärts schauen. Ich meine, schlafen waren wir ja gerade. Ich glaube, hier ist ziemlich viel Wasser um uns drumherum. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwo ein Ding finden, ein Dorf. Kann ich mir zumindest gerade nicht vorstellen. So, schauen wir doch mal noch ein bisschen in die Richtung. Bisschen was zum Mampfen haben wir auch noch dabei, dass wir wieder zurücklaufen können. So, hier hinten ist auf jeden Fall Dschungel. Dschungel. Das ist auf jeden Fall gut, weil aus dem Dschungel... Ach nee, Quatsch, ich wollte aus Holz, wollte ich ja das Dach... Quatsch, aus Stein wollte ich jetzt Dach bauen. Ja, ich glaube nicht, dass hier... gerade in der Richtung irgendwo, oder halt im Allgemeinen hier in der Gegend, irgendwo noch ein Dorf sein soll. Ich meine, cool wäre es natürlich, aber... ich glaube es fast nicht. Weil wäre auf jeden Fall praktisch, weil ich könnte dann halt ein bisschen handeln. Können wir dann halt so einen Smaragd erhandeln. Und könnte mir dann dadurch einen Anker bauen. Der dann halt auch meine Maschine am Leben hält, wenn ich nicht da bin. Beziehungsweise auch wenn ich mich auslogge. Die wird dann halt immer zurückkommen. Ja, wie gesagt, also hier steht, ist eigentlich nichts in der Nähe, was ausschaut wie eine Stadt oder so. Schweine gibt es ja viele. Und Hühnchen. Ich sehe auch auf der Karte nichts, was jetzt in Richtung Stadt weist oder irgendwie sowas. Ist natürlich schade eigentlich. Was ist denn hier? Ein Creeper in die Luft geflogen oder was? Na lol. Das ist halt das ganze Problem, weil halt die Welt nicht geladen wird, wenn keiner da ist. Deswegen bleiben auch diese Steine, die jetzt hier draußen liegen, auch liegen, weil ja keiner in der Nähe ist. Deswegen werden automatisch auch diese Junks halt nicht geladen. Und da würde halt ein Chunkloader Abhilfe schaffen. Nee, also... ich glaube nicht, dass hier im Gebirge irgendwie was ist. Nee, ich würde sagen, wir laufen wieder zurück nach Hause. Machen unsere Maschinen noch gar weiter. Ich meine, meinen und sowas müssen wir dann so oder so. Ein Schwein mit der Karnevalsmütze. Mütze. So. Ne, die Erde will ich natürlich nicht aufsammeln. Die kann ich nicht gebrauchen.
Teilweise hängen hier schon komische Gebilde rum, ne? Also manchmal denkt man sich echt, was der Landschaftsgenerator da teilweise hinzaubert. So, hallo Schwein. Na, wir laufen natürlich außen rum. Ich will jetzt nicht wieder durchs Wasser durchlatschen. Der Dschungel ist auf jeden Fall auch sehr gut. Also mal so ein bisschen Junglewood. Nachteil ist halt wirklich, hier ist kein Ding drin, kein Treefeller oder irgendwie sowas in die Richtung. Was ist denn das da für ein Gebilde? What is that? Aber da war doch garantiert auch schon jemand irgendwie drin. Und hat das ausgeräumt. Oh yeah, was ist das? Ja, hier war hundertprozentig jemand drin. Ja. Ja, die Kiste ist auch leer. Schade eigentlich. Na, den Redstone können wir uns mitnehmen. Den nehmen wir natürlich gerne mit. So, der Dispenser ist leer, der ist auch leer. Ja, war mir schon fast klar, dass hier schon jemand drin war. Aber man kann ja trotzdem mal reinschauen. Weil vielleicht ist es halt noch nicht entdeckt worden und dann rennt man dran vorbei und findet dann doch noch irgendwelche Sachen drin. Oder halt, es wären noch irgendwelche schönen Sachen drin gewesen. So, jetzt brauchen wir ein bisschen was zu mampfen. Oh, ich habe jetzt natürlich alles rausgelegt. Das heißt, es wird Zeit, dass ich heimkomme. So, aber gut, ist ja nicht mehr weit. Ist ja gleich um die Ecke. Die rennt teilweise hier rum, das ist der Hammer. Man muss auf jeden Fall über den Berg drüber. So. Mal ein bisschen hier ein auf Klippenspringer. So, hops. Weil sonst hätte ich jetzt unten durchs Wasser durchgemusst, das will ich auch nicht. Oh, hier geht's aber auch ganz schön tief runter. Wow. So. Okay. Ja, es ist trotzdem ärgerlich mit der Turtle. Ich finde das echt ärgerlich. Aber na gut, da müssen wir halt jetzt in der nächsten Zeit mal ein bisschen auf Explorer-Tour gehen und ganz einfach mal ein bisschen Ressourcen sammeln und uns dann halt wirklich gleich eine Quarry bauen. Bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig. Oh, der ist mittlerweile voll. Okay. So, wir könnten aber eigentlich mal noch schauen. Induction Furnace. Die brauchen wir bloß Copper außenrum. So eine Electric Furnace. Braucht eine Iron Furnace. Also die Electric Furnace können wir uns auf jeden Fall schon mal bauen. Jetzt muss ich erstmal mein Inventar leer machen. Das nervt nämlich langsam. So. Das brauchen wir. Die Transfer Pipes hauen wir erstmal raus. Cool, das auch erstmal. Erstmal alles raus hier. So, okay. So, Tin haben wir jetzt auch mehr als genug. Hier haben wir noch mehr Tin. Jetzt haben wir doch garantiert irgendwo auch noch Iron. Und hier noch Copper Dust. Da haben wir noch Iron.
So, also dann machen wir nämlich jetzt erstmal hier raus eine Iron Furnace. So, dann brauchen wir wieder einen Force-Skim. Machen uns da wieder Force-Ingot draus. Ach, ich bin Eisen, kein Zinn. So, dann die Kabel habe ich wahrscheinlich auch wieder rausgeschmissen. Ja, haben wir eben noch zwei. Machen wir uns auch gleich nochmal welche. Zip und zip. So, okay. So, so. Redstone in die Mitte. Okay. So, dann kommt so, dann die Iron Furnace und links und rechts. Okay, da war es umgedreht. Gut, Electric Furnace. So, Carbon Plate und Advanced Alloy. So, Advanced Alloy kann ich machen. Und Carbon Plates kann ich eigentlich auch machen. So. Pass auf, machen wir das so. Dann hätten wir einmal die, dann brauchen wir nämlich einmal so, dann Refined Iron oben und unten Tin. Genau. Und dann brauchen wir den Kompressor. Ich glaube sogar das erste Mal brauche ich ihn jetzt. So, Coal Dust habe ich auch noch. Irgendwo. Halt, das war Carcoal. Das reicht mir allerdings, glaube ich, nicht. Oder? Ich glaube, ich brauche zwei, oder? Das reicht genau. Reicht genau aus. Komm, zack, zack. So, Machine Block ist einfach nur mit 8 Refined Iron, also immer noch Standard. Brauchen wir natürlich noch mehr Refined Iron. Da brauchen wir immer ein bisschen mehr. Ja, aber minern müssen wir auf alle Fälle. So viel steht definitiv fest. 8 Refined Iron, dann können wir in der Zeit schon mal die 8 Kupfer holen. Die 7 Kupfer brauche ich. Na guck mal, schmelzen wir in dem anderen Ofen gleich noch die anderen Kupfer. Kupfer. Ich habe hier von irgendwo schon Kupfer gesehen. Okay, das ist aber auch nicht die Welt, also Kupfer habe ich auch noch nicht wirklich viel. Da müssen wir schon überall noch ein bisschen anpacken. Ja, wichtig ist erstmal, dass ich jetzt hier oben den Moderator und den Ofen und alles mögliche hinkriege. Und jetzt können wir ein bisschen schlafen gehen. Und machen wir nochmal ganz kurz einen Cut. Bis gleich. So, weiter geht's. Hat den Vorteil, wir haben die Wartezeit etwas verkürzt. Gut. Genau. Carbon, dann brauchen wir noch. Okay, dann brauchen wir jetzt einmal den Machine Block. Dann die zwei Carbon Blades und die zwei Advanced Alloy. Dann hätten wir dich und die Electric Furnace. Halt so rum. Und dann das Kupfer drumherum. Zack. Induction Furnace. So, warte mal, 7 Stück habe ich. Können wir eigentlich rein theoretisch das hier schon mal austauschen? Na, aufpassen, dass ich keine Maschine zerstöre.
Na toll, für den letzten brauche ich natürlich wieder ein Kupferkabel. Egal. So. Tada. Na gut, der zuschüttelt natürlich jetzt, das ist klar. So, pass auf, dann nehmen wir uns jetzt mal noch einen Stick. Einen Stick und ein bisschen... einen Cobblestone, machen uns da mal einen Hebel. Weil dann können wir nämlich den... aufheizen lassen. Zumindest so lange, wie wir Saft haben. Okay, also tagsüber füllt sich die Buttbox sogar während des Aufheizens. Das ist natürlich sehr praktisch. So, in der Zeit, wo der aufheizt, können wir irgendwann mal wieder ein bisschen Holz umhauen. Ja, läuft ja langsam. So, Problem ist halt bloß wirklich für die nächste Stufe der Solarzelle brauche ich dann, ich denke, Iridium. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns schon Iridium Matter herstellen kann. Das heißt, wir müssen dann doch irgendwann mal in Richtung Iridium Matter auch gehen, aber dafür brauchen wir erstmal Ressourcen. Definitiv. Ich meine, ihr kennt mich, ich bin faul, was jetzt so Sammeln angeht. Ich baue lieber. Deswegen mache ich das auch alles gerne über die Maschinen und so weiter. Das finde ich nämlich eigentlich dann ein bisschen praktischer. Wobei, ja, ich sagen muss, so ein Iridium Matter Automat wäre natürlich schon was Cooles. Jetzt brauche ich aber erstmal gleich was zu essen. Halt, Bäumchen. Da einer, da einer. Gibt es eigentlich auch hier wieder so automatische Baumfarmen? Wie ist dieses Ding immer? Analyse. Darkwood Leaves. Aber wie ist denn dieses, wie ist denn dieses Carpenter? Also den gibt es ja auf jeden Fall. Also den Carpenter gibt es auf jeden Fall. Da gibt es aber bestimmt auch den anderen. Ja, da muss ich in meinen anderen Aufnahmen mal nachgucken. Wie und was das alles war. Und dann könnte man ja eigentlich rein theoretisch sogar ein bisschen eine automatische Baumfarm bauen. Weil ich glaube, die anderen haben auch irgendwas automatisches Baumfarm oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ist auf jeden Fall sehr genial, dass wir jetzt einen Induction Furnace haben. Erleichtert die Arbeit auf jeden Fall um einiges. Und wir brauchen euch hier eigentlich jetzt nicht mehr. Normalerweise. Ja, wo ich sagen muss, der Strom ist natürlich noch sehr rar. Also da brauchen wir auf jeden Fall um einiges mehr noch. So, Fleisch haben wir. Halt, den müssen wir natürlich mitnehmen. So, warme Kohle habe ich mir jetzt auch gerade hier rausgenommen. Ne? So, warte, du kannst einfach noch schnell Kohle machen. Wenn wir jetzt schon mal so schnell den Ofen haben, dann können wir natürlich auch ein bisschen Gas geben. Der Zutfisch ist jetzt natürlich extrem leer. Aber das ist ja eigentlich egal. Weil der Strom, der da ankommt, ist ja kostenlos. So, warte mal, ein bisschen brauche ich aber noch. So. Genau. Das waren wieder mal ein bisschen zu viele.
Aber egal, wir brauchen eh noch ein bisschen was davon. Copper Refined Iron. Bronze haben wir noch keine. Refined Iron. Iron Ingot reicht. So und so. Gut, die bauen wir uns da oben drüber. Okay. So, dann gehen wir nämlich mal...